In seinem neuen Streifen Argo kehrt Ben Affleck zurück in die Vergangenheit, genauer gesagt in das Jahr 1979. Auf dem Höhepunkt der iranischen Revolution stürmen militante Kräfte die US-Botschaft von Teheran und nehmen 52 Geiseln. 6 US-Diplomaten gelingt jedoch die Flucht. Sie sollen mit Hilfe eines waghalsigen Plans in Sicherheit gebracht werden. Es ist ein wirklich unterhaltsamer und intensiver Film, sagte Affleck. Genau diese beiden Eigenschaften gefallen mir am besten, wenn ich ins Kino gehe. Dieser Film bietet von allem etwas. Er zeigt den menschlichen Aspekt, wie Menschen auf engstem Raum eingesperrt werden und versuchen zu überleben. Das dürfte Männern und Frauen ebenso gefallen. Besonders interessant fand ich die Idee der vorgetäuschten Dreharbeiten, die so authentisch wie möglich wirken sollten. Aliens and Robots. Um die Landsleute in Sicherheit zu bringen, gibt sich das CIA-Befreiungsteam als Filmcrew aus, die in der iranischen Wüste ein Science-Fiction-Abenteuer dreht. Die versteckten Botschaftsmitarbeiter sollen als Filmleute ausgegeben und außer Landes geschleust werden. Ein riskantes Unterfangen. Regisseur und Hauptdarsteller Ben Affleck ging es nicht darum, politische Botschaften zu vermitteln. Ich wollte, dass sich sowohl meine republikanischen als auch meine demokratischen Freunde diesen Film anschauen können. Deswegen beschränke ich mich allein auf die Fakten und lasse den Zuschauer seine eigenen Rückschlüsse ziehen. Es ist ein brisantes Thema. Im Iran findet eine Revolution statt mit unvorhersehbaren Konsequenzen und die USA müssen sich die Frage stellen, wie sie am besten in Nahost angreifen. Eine Antwort liefere ich nicht. John Goodman und Alan Arkin wirken ebenfalls mit. Der Film kommt am 8. November in die deutschsprachigen Kinos.